Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum ersten Sticker-Tütchen-Unboxing der neuen Panini-Sticker-Serie zum Confed Cup 2017 in Russland. Ich habe hier heute ein ganzes Display am Start, aber dieses ganze Display werde ich nicht öffnen. Aber ich habe eine kleine Idee, Leute. Ich habe eine kleine Idee, weil dieses Heftchen, ich habe heute das Album auch noch dabei, hat insgesamt 288 Sticker, nicht ganz so viele. Und ich habe mir gedacht, ich öffne heute 5 Sticker-Tütchen und wenn ihr morgen das restliche Display sehen wollt, also alle 45 restlichen Tütchen, weil in einem Display sind 50 Sticker-Tütchen, dann knacken wir heute auf dieses Video gleich mal die 288 Likes, würde ich sagen. Wenn dieses Video morgen die 288 Likes hat, dann gibt es morgen die restlichen 45 Sticker-Tütchen. Ich denke, das ist eine ganz geile Idee. Das heißt, heute Sonntag gibt es die 5 Sticker-Tütchen, Montag dann die restlichen 45, falls wir die 288 Likes schaffen sollten. Und dann starte ich Dienstag auch noch eine Serie Let's Collect Confed Sticker Russland Russia 2017. Dann versuche ich wieder halt in der Serie Let's Collect dieses Sticker-Heftchen vollzusammeln. Das gleiche habe ich auch schon mit der Road to Sticker-Serie gemacht. Road to Russia 2018 in Russland. Also Road to Russia 2018 gab es ja auch eine Sticker-Serie von Panini. Da habe ich die Let's Collect-Serie auch schon gestartet. Das Heft ist noch nicht komplett voll. Da kommt noch eine finale Folge von Let's Collect Road to Russia, wo ich dann die restlichen Sticker einklebe, die ich mir halt noch bestellen werde, / kaufen werde. Genau. Ich habe mir gedacht, wenn ich dann Dienstag die erste Folge mache, ist gleich die erste Folge dann eine, ja, XXL-Folge, wo ich dann alle Sticker einklebe, die ich in diesem Display hatte. Also die ganzen 50 Tütchen. Die Sticker von heute und auch die Sticker von morgen mit den 45 Sticker-Tütchen. Dann ist die erste Folge gleich mal eine richtig, richtig lange Folge, wo wir ordentlich was zum Einkleben haben. Und dann halt immer in den nächsten Folgen öffne ich 5 Tüten und so weiter. So kennt ihr das ja von mir und versuchen das Heft voll zu sammeln. Ich denke, das ist eine ganz geile Idee. Dann haben wir wieder eine feste Serie hier auf meinem Kanal. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool. Aber jetzt heißt es und es liegt an euch. Wollt ihr, dass ich morgen das restliche Display öffne, dann lasst jetzt auf jeden Fall jeder mal ein Däumchen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden. Würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich öffne 5 Tüten. Natürlich, welche Nationen sind dabei? Gastgeber Russland, keine Frage. Dann Deutschland natürlich. Neuseeland, Australien, Portugal als Europameister. Dann auch Chile als Südamerika-Sieger quasi. Als Südamerika-Cup-Sieger. Dann noch Kamerun als Afrika-Cup-Sieger. Habe ich noch eine Nation vergessen? Ich glaube nicht. Das waren 8 Nationen. Mexiko auch noch dabei. 5 Tütchen öffne ich heute. So sehen die Tütchen aus. Die Kader sind jetzt, glaube ich, alle nicht zu 100% genau so, wie sie halt im Confed Cup sind. Weil keiner konnte ja ahnen, dass Jogi Löw Marvin Plattenhardt nominiert. Und deswegen ist Marvin Plattenhardt hier auch nicht im Heftchen. Schade. Ich hätte gerne Marvin Plattenhardt im Heftchen gehabt, aber was nicht ist, ist halt nicht. Ich werde die Serie trotzdem sammeln und ich starte. Ich kann euch schon mal jetzt vor 6 sagen, es gibt Glitzersticker. Es gibt Glitzersticker. Es gibt auch Stadionsticker, einfach geil. So, wir starten mit Wongi. Was für ein Name, von Neuseeland? Alles klar, und das hat, der hat einmal einen geilen Namen hier. T. Atawai Hudson Wiongi. Das ist sein Name. Natürlich auch hier wieder mit Größe, Gewicht, Mittelfeldspieler und natürlich hier oben noch die Nation. Als zweiten Sticker bekommen wir Ricardo Quaresma. Geiler Typ. Oh, ein Torjubelsticker hier mit Mats Hummels, der hat die Haare schön dahinter, Gomez, dann noch Gündogan und Thomas Müller. Nice, 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 nice. Moses Dyer von Neuseeland. Und zu guter Letzt bekommen wir Sebastian Rudi von 1899 Hoffenheim von der TSG als Mittelfeldspieler. Und ich glaube, er ist sogar in echt zum Confed Cup nominiert worden. Nominiert. Ja, falsches Wort eben gesagt hier. Oi, oi, oi. So, zweites Tütchen. Und kriegen wir heute vielleicht gleich mal Ronaldo oder so. José Fonte. Nein, das gibt's ja gar nicht. Ne? Den gleichen Sticker, den ersten Sticker gleich mal doppelt hier. Dann haben wir hier die Franzosen
Das ist hier, der hat doch früher bei Real Madrid gespielt. Wie heißt er? Das ist ein Sticker von früher. Ich würde jetzt schätzen, 10 Jahre ungefähr her. Na Mann, der hat bei Real Madrid gespielt. Wie heißt der? Ah, ich komme nicht auf den Namen. Den kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, der ist hier auch Petit. Kann das Petit sein? Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber hier zwei Brasilianer, Leute. Uiuiui, den Typen habe ich sowas von früher gefeiert. Kaká, Leute. Kennt ihr noch Kaká? Sicherlich kennt ihr noch Kaká. AC Mailand war meiner Meinung nach seine beste Zeit beim ACM. Dann eben noch Luis Fabiano. Uiuiui, einfach geil, dass man auch solche Sticker eingebaut hat. Und dann noch Michael N'Gadoy Nagajui von Kamerun. Nächstes Tütchen. Ein Glitzersticker haben wir noch nicht bekommen. Also wenn wir heute keinen Glitzersticker bekommen, bekommen wir mit Sicherheit morgen dann Glitzersticker. Weil ich würde dann morgen nochmal die restlichen 45 Stickertütchen öffnen, Leute. 288 Likes, so viele Sticker, wie es in der Serie gibt, möchte ich hier halt auch an Likes bekommen auf dieses Video. Ich denke mal, das schaffen wir easy als Packs Army. Leute, ich starte und mache weiter hier mit Aaron Moy. Alles klar, von Australien. Dann hier ein Sticker. Was man da jetzt genau... Wahrscheinlich hier den Austragungsort, einer der Austragungsorte. Habe ich ja gesagt, Stadionsticker, okay, dann sind halt die Austragungsorte drauf auf den Stickern. Ein Mannschaftsfoto von Brasilien. Wen haben wir denn da drauf? Ich muss mal hier so über die Kamera schielen. Robinho Kaká. Miranda. Die sind alle drauf. Julio César, Maicon. Alle Stars, die man dann natürlich so kennt von der Seleção. Dann Russland hier mit. Wer ist das? Smolov. Und dann noch Frank Boja von Kamerun. Vorletztes Tütchen. Und wir bekommen Denis Glushakov. Wieso er jetzt da unten... Achso, okay. Jede Nation hat hier unten eine andere Farbe. Deutschland hat schwarz. Kamerun hat hier zum Beispiel so ein dunkelgrün. Neuseeland hat auch schwarz. Und Russland hat hier orange. Und Denis Glushakov von Russland. Mannschaftsfoto von was ist das? Mexiko, ne? 229. Natürlich, Leute, wir haben nach diesem Display, weil ich in der ersten Folge werde ich ja alle Sticker einkleben, die wir in diesem Display hatten, werde ich das Album dann wahrscheinlich schon sehr, sehr voll haben. Also wird es von der Let's Collect Serie, von dieser Serie nicht so viele Ausgaben geben, aber es denke ich mal trotzdem eine ganz geile Sache, wenn ich da eine Let's Collect Serie starte. Jonathan dos Santos von Mexiko, Andres Guardado und Milos Degenek von Australien. Genau. Und wir kommen zum letzten Tütchen für heute. Bekommen wir nochmal einen deutschen Spieler, Leute? Was sagt ihr? Bekommen wir nochmal einen deutschen Spieler? Und hier bekommen wir schon wieder die Franzosen. Ja. Als Jubelsticker, wo sie den Pokal gewonnen haben, den Confed Cup. Alexis und Arturo. Oh, CR7 als Mannschaftsfoto. Da haben wir noch CR7 oben, so wie er halt immer steht bei Mannschaftsfoto. Dann hatten wir jetzt einen Sticker mehr. Wir haben Neuseeland einfach mal. Zack, boom. Ne, doch nicht. In der Mitte fehlt der Sticker. Also machen wir einfach mal Deutschland dazwischen hier. Hier melde ich auch noch Mannschaftsfoto der deutschen Nationalmannschaft hier mit Benedikt Höwedes, mit Leno, mit Hummels und es fällt mir der Name der 7 nicht ein hier. Mit der Nummer 7. Julian Brandt ist das nicht, ich weiß, das ist auch nicht Maximilian Mayer, das ist... Och, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Leute, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Wer ist hier die Nummer 7 der deutschen Nationalmannschaft? Fakt ist, das war das erste Sticker-Tütchen-Unboxing der Confed Cup Sticker-Serie. Wie gesagt, 288 Likes schaffen wir hier auf jeden Fall auf dieses Video. Ist gar keine Frage, oder? Das schaffen wir einfach als Packs Army, schaffen wir das gemeinsam. Wie findet ihr die Sticker? Heute noch keinen glitzernden Sticker dabei gehabt. Also wahrscheinlich morgen, wenn ich dann die restlichen 45 Sticker-Tütchen öffne. Und dann gibt es Dienstag gleich die erste Folge Let's Collect, Leute. Also, diese Tütchen möchte ich morgen öffnen. Ich hoffe, ihr möchtet es auch.
Wenn ja, lasst auf jeden Fall die 288 Likes da auf dieses Video. Und dann starten wir damit, ne? Also öffnen wir die restlichen 45 Tütchen, die wir jetzt hier noch haben. Auf jeden Fall war es das hier für das erste Confed Cup Sticker Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Natürlich könnt ihr euch die Confed Cup Sticker auch im Panini Online Shop vorbestellen. Sie kommen am 24.05. raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. In der Mitte könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren. Rechts daneben findet ihr die letzten zwei Videos von mir. Checkt sie ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.